Hallo zum Part 8 mittlerweile von Alien Colonial Marines Let's Play Together mit Mir! Und hat den Einsatz mal nicht verpasst. Yeah, der Element! Das heißt hier Einsatz verpasst. Kein Mensch hat hier seinen Einsatz verpasst, hallo, nein, ja. nein. Ja, du redest, wenn du gewillt bist zu reden. Einsätze gibt's nicht. Schon. Ich tu's nur, weil ich's will. Genau. Nicht, weil du's mir sagst. Bingo. Das Gefühl habe ich auch oft. Okay. Ja, nein. Was ist groß passiert letztes Mal? Nicht viel, oder? Nein, wir sind auf dem Planeten abgestürzt und sind jetzt in die... Irgendwas mit Hope. Ich kann keinen und Namen. Was ganz wichtig ist, endlich haben wir die Bestätigung, Bella wird sterben. Genau. So, dann... Bishop hat's gesagt, unser persönlicher Haus-Android hat's bestätigt. Na, ist egal, das ist Vorgeplänkel, würde ich sagen, legen wir los, oder? Genau. Das ist richtig, ich hatte Halsschmerzen. Boah, ich hatte einen Facehacker im Gesicht und jetzt Halsschmerzen. Welches Paradox. Wer einen anderen Teil schon gesehen hat, hat eventuell schon mal mitbekommen, dass einer von uns zwei mit der Hand so einen Facehacker aufgefangen hat und was dann so alles passiert, dann brauchen wir über das Thema Halsschmerzen nicht reden. Aber ist jetzt nicht so wichtig. Und jetzt dann legen wir los und machen wir da mal die Tür auf. Ich würde sagen, ich hatte noch nie einen Facehacker im Gesicht. Ja, gut, ich schon. Ist egal. Oh. Piep, piep, und da ist einer. Und das Viech hat mich angesprungen und muss dafür sterben. Einer kommt auf uns zu, 8 Meter, 7 Meter. Naja. Benutzt du auch schön deine Smart Gun? Ja, schon. Gut. Ich brauche gar kein Piepsen, das sagt mir in 18, 12 Meter oder sowas, dass jetzt da was kommt. Es gibt dir das Ganze, was ich akustisch verarbeite, halt visuell mit, sehe ich das richtig? Ja. Gut. In 27, 26, 16. In 7. 10, 11. Ich hab gerade sowieso. So, jetzt verhasst mich. An der Folge abgeschlossen. Ja, wo ist er denn? Und jetzt nochmal umdrehen. Und da oben ist noch eins. Ja, da kommt sogar noch eins. Ja, ich habe gerade noch zwei erwischt und da vorne sehe ich noch eins. Das von ist über mich ist auch eins. Ich glaube, jetzt hat Hammers langsam. Ich scanne mal fleißig. Aber mein Scanner macht weder Piep Piep noch. Gibt es schöne weiße Punkte. Oh, jetzt macht's Piep Piep. Ja. Sie kommen. Ich sieg's. Hey. Ist die Smart Gun kaputt? Ich weiß nicht. Sie ist plötzlich ist auf dem Boden gelegen. Hast du noch Munition? Ja, anscheinend nein. Geht's. Ha? Nix mehr? Nein. Ja, dann hast du keine Munition mehr. Dann müssen wir halt so weitermachen. Ja, wie gesagt, also ich habe nach wie vor den Piep hinter dir in der Hand und habe das Viech gerade eben gesehen, ja, ja. Schön aufpassen. Oder willst du scannen, dann mache ich Deckung. Bis jetzt sehe ich jetzt nichts. Gut, du musst doch schauen, in welche Richtung wir gehen müssen. Da wird auch die Kommzentrale angezeigt. Oh, wie viel Leben hast du? Da vorne ist ein Medipack. Ich sehe hier Rüstung rumliegen. Du bist doch bin ich voll. Nimm du die Rüstung, und ich das Medipack, weil ich bin nicht voll. Und er schießt die Mistviecher. Okay, habe ich schon gemacht. Hinter ober dir. Kommt mal für überall. Nein! Ich werde. Doch, ich bin's, verdammt. Ich auch gleich, scheiße. Kamerad verwundet, helfen Sie mit. Ja, okay. Merkt. Die sind jetzt von auf. Und wo war der Herbert wieder? Keine Ahnung, wo der Herbert rumsandelt. Herbert ist ein Kameradensau. Ja, schaut so aus. Oh Gott, müssen wir jetzt wieder von da anfangen? Oh, okay. Dann machen wir das halt. Soll ich diesmal halt gerne diesmal nehmen? Ja, wir müssen, ja. Okay. Naja, was heißt der Winter? Gehen wir, wo war der Herbert wieder? Blaise. Der kann uns ja mal wieder beleben, die Kanalratte. Kannte, aber.
Wie das halt mit KI so ist, gell? Ja, das bei dem Game-Test, wo ich von was Giga oder sowas gesehen habe, da hat es eh geheißen, schaut, dass euch genug Mitspieler besorgt, Freunde oder so. Weil die KI bleibt irgendwo hängen und. Ach, ich gehe jedes Mal in die verkehrte Richtung. Da lang muss man Treppe runter. Schauen, dass die zum Todgeweihte überlebt. Ich mache jetzt einfach eine Rettungsmission für. Ach, für Dreed, ja. Ach, da ist der Herbert. Der geht so langsam, der macht da einen auf gemütlich und das geht jetzt gerade überhaupt nicht. Babyface, der darf sich doch nicht verletzen. Babyface. Herausforderung! 5 Gegner in einer Mission zerfetzt. Irgendwie so. Ja, die habe ich auch abgeschlossen vorher. Es geht mit der Pistole ganz super. Oh, ohne Steam-Errungenschaft. Das nenne ich Spaß. Was ist denn das? Das weiß ich nicht, was das ist. Das muss ich mir erst anschauen. Ah, sei sparsam mit der Munition. Hier unten gibt es keinen Nachschub. Ja, danke. Ja, und ich bin gerade aufgestiegen. So, dann nehmen wir heute mal die Shotgun. Wo bist denn du, du blödes Monster? Ich sink über mir, du kleines Arschloch. Ja, Alien läuft überall. Da bekommt der bekommt die Aussage, keine Grenzen haben, ganz neue Bedeutung. Aber. Wer ist schon ein Alien, gell? Huh. Ja. Da ist noch ein. Da gibt's. Du, wie wär's, wenn du mir wartest? Nein, ich bin ja gar nicht weiter. Ich hab gemeint, das ist ein Nebenraum. Also. Ich hab zum Beispiel schon wieder Hundemarken gefunden. Ja, ich weiß nicht mehr, wo du bist. Umdrehen. Bist du hinter mir? Umdrehen. Ah. Da müssten noch Hundemarken liegen. Da. Ja. Auf der Kiste, genau. Da liegt eine Rüstung. Ja. Nimmst du es du oder sie? Nimmst du, du hast die Gun. Oh. Wir finden Herbert nicht mehr. Ah, man kann wenigstens sprinten damit, das ist schon mal gut. Da liegt wieder das Medikit und da. Ja, und da ist jetzt gleich wieder die Hölle los. Abgesehen davon, dass sie leer ist, ist die Smart Gun eine verdammt blöde Sau. Durch alle Lebenspunkte verloren. Wow, 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 wow. Danke. Knapp, aber es ging. Siehst du, wir sind jetzt beide wieder voll und da ist noch ein Mistviech. Irgendwo habe ich noch eins gesehen. Ja, genau, das. Max Platt, Max Platt! Nein, ich hatte es vor, das wieder zu beleben. Wir haben es platt gemacht. Müssen wir jetzt da runter? Ich weiß es nicht, da ist auch ein Gang. Das ist ein bisschen verwirrend, wo müssen wir lang und wo können wir lang? Ah, und da ist wieder ein Alien-Angriff. So müssen wir da bestimmt lang. Davon ist auszugehen, ja. Wo ist Herbert? Herbert ist ein Arsch. Ja, aber das ist eine feige Sau und hat sich verpisst. Super. Gut gemacht. Ja. Ich habe jetzt bloß noch meine Shotgun mit 25. Da ist der Herbert. Ich brauche halt Munition. Da ist der Herbert. Vielleicht finden wir da irgendwo welche. Oder wir sind hoffentlich schnell am Ziel, weil sonst haben wir ein Problem. Ich weiß gar nicht, was du hast. Also munitionstechnisch ist das einzige, wo ich glaube ich kein Problem habe. Aber ich habe die Smart Gun gehabt, gell. Und ich bin jetzt so zielsicher wie du.
Da liegt Munition. Wo bist du? Umdrehen. Da. Oh, herrlich. Ich höre ein Piep-Piep in 11 Metern, 10 Meter, 9 Meter, 8 Meter. Aber nur Shotgun-Ladung, das ist jetzt nicht gut. Ja gut, ich arbeite da gerade mit Shotgun und da ist das Alien. Boah, der ist auf mich drauf gesprungen, du stirbst, verrecke! Haben wir ihn abgeknallt? Gott sei Dank haben wir ihn abgeknallt. Da kommt noch einer. 4 Meter vor uns, sagt er, da ist er. Tot. Und hinter uns, ich hab den, da ist der nächste. Ja, Mann. Mit einer Pistole. Ah, wir sind da. Bishop hat das Kurzwellensignal verstärkt, verstanden? Verstanden. Hören Sie Action. Ja, jetzt mal auf. Ich oder du? Verstanden, nein, überhaupt. Sie, das verschlossen steht da. Ach, Babyface da macht es auf. Ja, der Herbert, Babyface, Herbert und Neil macht die Tür mit auf. Die geilen Tattoos. Ja. Irgendwas stimmt nicht. Mir nach. Irgendwas stimmt nicht, ist gut, ja. Schau dich mal in der Bude um, dann will ich mal wissen, was da nicht stimmt. Da wächst was an der Wand. Die Architekten würde sag mal feuern. Wieder Munition. Hey, ich hab Ding. Legendäre Waffe. Da. Grammys Pistole. Und da ist Ding Munition. Oh, geil. Bist du voll? Kannst du die mitnehmen? Ich habe jetzt mal 60 Schuss, aber ne. Brauchst du es nicht, oder was? Ich hab 149 nur plus 60 Schuss Magazin. Könnte ich dann die zweite auch nehmen? Ups. Ja, nimm's mit. Nimm ich die Rüstung. Gut, aber wo müssen wir jetzt? Bitte nicht da in den dunklen Haufen, oder? Nee, Gott sei Dank. Da ist eine Tür. Aufschneiden. Blöde Idee. Ganz, ganz blöde Idee. Ich weiß gar nicht, was in der Pistole so toll sein soll. Die ist zwar ein bisschen schneller wie die andere, aber... Hallo? Geht der Taschenlampe her nicht? Nein. Ah. Bella? Nein, Alien. Kannst du jetzt auch gar nichts machen? Oh! Oh! Wir haben ja zwei Erkennungsmarken übersehen. Ich habe ein neues Objekt freigeschaltet. 3. 4. Das hängt das mal wieder. Und Blutbritsche abgeschlossen. Finde ich. Ja, da. Ja, war nicht schlecht. Aber, also, für Levelende war das irgendwie komisch. Weißt du, was mir Angst macht, ist, wenn es am nächsten Level anfangen, da steht, Mami. Das könnte sein, das wundert mich jetzt ein bisschen, das ist, na okay. Wahrscheinlich war das jetzt also, Fehler. Nein, das war nicht die Bella. Der Bella, also der Bella selber, wenn das überhaupt irgendwas mit der Bella zu tun hätte, dann wäre das höchstens das Viech, das aus der Bella rausgebrochen wäre. Aber nachdem es schon so groß und so ausgewachsen ist, glaube ich das nicht. Und wenn die am Anfang aus diesem Brustkorb rausbrechen, diese neugeborenen Aliens, dann erinnern sie ja ein bisschen an eine Schlange mit einem riesen Kopf. Du hast den Teil auch gesehen, ich hab's dir doch gezeigt. Ja, ja. Das war wahrscheinlich die Minuten, wo ich weggeschaut habe. Ach, Wahnsinn. Ja, also nachdem mir meine Zeitvorgabe sagt, wir haben jetzt noch Zeit, würde ich persönlich sagen, wir unterhalten uns jetzt noch kurz und tun dabei mal unsere neuen Errungenschaften so ein bisschen durchmunitionieren und verteilen und so. Und dann nehmen wir das als Abschluss für diese Folge, würde ich mal sagen, oder?
klar. Weil dieses unerwartete Ende mich jetzt so aus dem Konzept geschmissen hat. Dass ich nicht mehr reden kann. Und das ist ein Wunder. Ja, das fasziniert mich schon. Also gut, Ausrüstung bearbeiten. Nicht immer. Oh, es war früh. Ich habe etwas Nice fürs Sturmgewehr, ich habe ein Kampfgewehr freigeschalten, ich habe eine Maschinenpistole, ich habe etwas Nice für die Schrotflinte und ich habe die Kampfpistole gefunden. Und die Dienstpistole, also wie cool. Halbautomatisch, okay, jetzt pass auf. Kann aber, ich habe zwei, kann zwei Sachen verbessern. Das bin ich ein Schalldämpfer. Nein. Und den da absolut. Und die Brandladung, die nehmen wir auf alle Fälle mit. Was haben wir hier? Schulterstütze. Oh, Splitterladung, ja, das klingt ja mal interessant. Für was? Für Sturmgewehr. Also die Waffe, die ich die meiste Zeit habe. Ja. Aber den Flammenwerfer, ich könnte auch noch die Splitterladung freischalten oder die Schrotflinte, das ging auch. Die Schrotflinte kann ich jetzt noch nicht freischalten, weil ich noch nicht 10 bin. Was habe ich für einen Rang? 8. Mit 11. Pulsgewehr. Haben wir jetzt eigentlich schon mal irgendwann rausgefunden, wann wir unsere Waffen oder wie wir die austauschen? Nein. Komisch. Erweitertes Magazin, das war doch. Man braucht keinen Mensch. Ach so, du kannst immer nur eins aussuchen, das ist natürlich scheiße. Aus der Reihe, ja. Da hätte ich mir das auch sparen können, aber da kann. Okay, den Granatenwerfer benutze ich eh nicht. Dann probiere ich mal, ob es mit der Unterlaufschrotflinte besser klappt. Klingt blöd. Du musst halt auch benutzen. Ah. So. Schrotflinte, ja. Die benutze ich auch noch. Was haben wir denn da? Aber jetzt glaube ich, habe ich einen Punkt übrig. Ja, ich habe noch einen Punkt übrig gelassen, den muss ich schon verteilen. Das tun wir schon. Jetzt die Frage, ob ich den Granatenwerfer weglege und dafür die Schrotflinte, die eingebaute, mitnehme oder nicht. Aber es ist eigentlich Blödsinn, weil, wenn man es genau nimmt, habe ich ja eher Schrotflinte dabei. Aber wenn ich jetzt wüsste, wie man... Werde ich mich bis zu den nächsten, irgendeins für die nächsten Mal informieren, wie man die Waffe wechselt, weil in der umfangreichen Gebrauchsanweisung steht es natürlich nicht drin. Ja, gut. Nein, aber auf nächstes, also würde man sagen, das passt jetzt schon. Aber machen wir das nächste Mal weiter mit der Mission der Rabe, oder? Ja. Nach diesem schockierenden, beängstigen und meiner Meinung nach nicht verständlich im Ende, aber ist ja okay. Na gut, man sieht euch beim nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao.